Gilles de Rais, auch bekannt als Blaubart. Er tötete und misshandelte mehr als 500 Kinder. Er wurde im Jahr 1404 in Frankreich geboren. Als Erwachsener war er als hochrangiger Militärkommandant bekannt. Er war ein enger Gefährte der berühmten Heerführerin Jeanne d'Arc während des Hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England. Ein französischer Held und Schurke. Sein Leben ist ein widersprüchlicher Mix aus heldenhaften Schlachten und abscheulichen Verbrechen. Gilles de Rais entstammte einer adligen Familie und erbte große Ländereien in der Bretagne. Seine Eltern starben früh und er wurde unter der Obhut von Jean de Craon, einem Mitglied des französischen Adels, aufgezogen. Als Jugendlicher zeigte er bereits eine Neigung zur Gewalt und Grausamkeit. Gilles de Rais trat früh in den Dienst des französischen Königs ein und kämpfte im Hundertjährigen Krieg. Man sagt auch, während des Krieges konnte er seine verfluchte Leidenschaft noch besser ausleben. Sein Mordlust wurde aber durch den Krieg befriedigt. Er erlangte Ruf und Reichtum durch seinen Einsatz an der Seite von Jeanne d'Arc während ihrer Feldzüge. Zum Zeitpunkt spricht man von ihm als von einem Helden. Nach Jeannes Gefangennahme und Hinrichtung im Jahr 1431 geriet auch Gilles in Ungnade. In der Rolle als Held diente Gilles de Rais während des Hundertjährigen Krieges. Er kämpfte tapfer für sein Land, zeigte Mut und sprühte vor Patriotismus. Doch nun ändert sich alles. Jeanne d'Arc, die berühmte Jungfrau von Orléans, vertraute Gilles de Rais als ihren Beschützer. Doch während er sie auf dem Schlachtfeld verteidigte und mehr Ruhm erlangt, wächst gleichzeitig sein Gier nach Blut. Schon zum Zeitpunkt des Krieges führte er ein verborgenes Leben, das ihn zum fragwürdigsten Ritter der französischen Geschichte machte. In seiner Umgebung verschwanden Kinder. Doch der Grund für ihr Verschwinden war stets der Krieg und niemals ein heldenhafter Ritter Blaubart. Hinter dieser heroischen Fassade verbarg sich eine dunkle und grausame Seite, die sein Andenken dauerhaft beflecken würde. Die verschwundenen Kinder wurden später zerstückelt aufgefunden. Manchmal auch fand man nur die Überreste dessen, was möglicherweise ein Kind sein konnte. Nach dem Krieg verfiel Gilles de Rais in finanzielle Schwierigkeiten. Er führte einen verschwenderischen Lebensstil und war auch durch seine großzügigen Spenden an die Kirche und die Künste bekannt. Um seine finanzielle Lage zu verbessern, soll er sich mit Alchemie und okkulten Praktiken beschäftigt haben. In den Jahren 1432 bis 1440 begann Gilles de Rais eine Reihe von grausamen Verbrechen. Er entführte, missbrauchte und ermordete Dutzende, wenn nicht Hunderte von Kindern. Die genaue Zahl ist unbekannt. Es wird berichtet, dass er rituelle Praktiken mit den Leichen durchführte. Später wird er sich daran erinnern, dass seine Verbrechen in dem Jahr begannen. Ein Zitat aus dem Protokoll, in dem mein Großvater starb. Das Leben des schrecklichen Alten endet am 15. November 1432, sagte er, und lächelte. In seinen Taten folgt Gilles einem satanischen Ritual. Und er hat Helfer, seinen Verwandten Gilles de Sillé. Die Diener Henriette und Poitou sowie Jungen aus seinem Kirchenchor und Ritter aus dem Gefolge, mehr als ein Dutzend Namen werden später im Prozess genannt. Der erste dokumentierte Fall ist: Ein Bauernjunge verschwindet von dem Feld, wo er gearbeitet hat. Die Eltern sind bedrückt. Doch schweigen sie. Zum Zeitpunkt der Geschehnisse melden die Eltern es nicht einmal an die örtliche, zuständige Instanz. Und so beginnt mit verschwundenen Jungen und terrorisierten Eltern eine Mordserie wie wohl keine zweite in der Geschichte. Gilles de Rais tötet Kinder so regelmäßig, wie andere Leute Brot essen. 7, 8 Jahre lang, fast ohne Innehalten. Niemand fällt ihm in den Rücken, obwohl Gerüchte durch das Land wehen, bis sich der Ritter in hochmütiger Brutalität schließlich selbst zu Fall bringt. Ein Zeuge sagt später im Prozess aus, dass Gilles de Rais, ehe er seine Ausschweifungen an besagten Jungen oder Mädchen beging, sie mit eigenen Händen mit einem Seil ruhig stellte, damit sie nicht schrien.
Aus den Zeugenaussagen haben wir genaue Beschreibungen dessen, was der Blaubart mit seinen Opfern angestellt hat. Ich werde es aber unterlassen, im Video zu erwähnen. Ganze Berichte findet ihr die frei im Netz. Doch was trieb den Ritter zu seinen Taten? Hier ein Ausschnitt der Aussagen. Zitat: Dann tötete er sie manchmal mit eigener Hand. Oder es war besagter Zillé oder besagter Henriette oder der Zeuge selbst, Poitou oder jemand anderer. Mit wahnhafter Präzision schildert der Zeuge, dass de Reis seine Opfer zuweilen vor dem Mord sexuell missbraucht. Am Ende dann zieht der Mörder sich erschöpft zum Schlafen zurück. Die Helfer wischen das Blut auf. Die kleinen Körper werfen sie in Verliese unter einem Burgturm, wie Abfall. Sogar der Richter und die Geschworenen waren fassungslos im Prozess selber. Noch nach 6 Jahrhunderten schimmert in dem lateinisch verfassten Protokoll die Empörung der Menschen durch. Immer wieder fragt der Richter den Ritter, warum er das getan hat. Der Richter ermahnte den Angeklagten, seine Motive zu nennen, um sein Gewissen zu erleichtern und die Gnade des Erlösers zu erlangen. Daraufhin wurde der Angeklagte zornig, so ermahnt worden zu sein, und antwortete auf Französisch: »Ach, Monsieur, Sie foltern sich selbst und mich dazu.« Darauf sagte der Richter: »Ich quäle mich selbst nicht im Geringsten, aber mich befriedigt die Antwort nicht. Ich will die absolute Wahrheit wissen.« Worauf besagter Angeklagter antwortete: »Wahrlich, es gab kein anderes Motiv, keinen Anlass, kein anderes Ziel. Ich habe Ihnen schon genug gesagt, um 10.000 Männer hinzurichten.« Am Ede kam es zum Prozess nur, weil der Ritter sich selber die Schlinge um den Hals gelegt hat. Er lebt verschwenderisch. In dem Dorf Machecoul stiftet er eine Kapelle, die den unschuldigen Kindern geweiht ist. Jeder der angstgeduckten Bürger mag sich seinen Teil zu Ende denken. Weiter aus dem Bericht über den Ritter. Aussagen der Zeitzeugen. 2 oder 3 Wochen vor der Übergabe, so Henriette und Poitou in nahezu gleichlautenden Aussagen, müssen die Diener die Skelette von ungefähr 40 Kindern aus dem Turm nahe der unteren Halle holen und verbrennen. Doch die Spurenbeseitigung wird immer nachlässiger. Dabei geschieht Seltsames. Ein weiterer Mordhelfer lässt 2 adelige Damen heimlich nach Machecoul, damit die feinen Herrschaften durch einen Spalt beim grauenhaften Aufräumen zusehen können. So entstehen Gerüchte. Durch seinen Wahn und die Tatsache, dass er für immer unbestraft für seine Gräueltaten leben kann, schafft Gilles de Rais mächtige Feinde an. All die Jahre haben seine Feinde ganze Zeit ein Komplott gegen den Ritter zusammengestellt. Am Ende spielen sie die Karten aus, was ein Ende für Gilles bedeutet. Seine Taten blieben nicht ungesehen. Es wurde nur still und heimlich gesammelt und dokumentiert. Am 26. Oktober 1440 wurde Gilles de Rais auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Sein Vermögen wurde konfisziert und sein Name wurde aus den königlichen Aufzeichnungen getilgt. Die Verbrechen von Gilles de Rais erzählen eine erschreckende Geschichte von Macht und Grausamkeit. Seine Taten waren nicht nur ein Zeichen seines persönlichen Verfalls, sondern auch ein Spiegelbild der dunklen Seite des Adels und der Ungleichheiten der damaligen Gesellschaft. Von Ruhm zur Schande, die Geschichte von Gilles de Rais ist eine der dramatischsten im Mittelalter. Einmal als Held verehrt, fiel er schließlich in Ungnade, als seine Verbrechen ans Licht kamen. Aber auch nur, weil er seinen Hochmut von seinesgleichen nicht im Zaun halten konnte. Genau die Personen aus seinem Umkreis bereiteten und reichten das Gesuch bei dem Gericht ein. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen und meinen besonderen Dank für die Kommentare im letzten Video. Es macht unheimlich viel Spaß, mit euch im Kontakt zu stehen. An dieser Stelle beende ich meine Erzählung. Lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch nicht schwer ist. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Narratio Officio.